Freunde. Ja, heute mal etwas ganz Besonderes. Das war nicht meine Idee. Ich wurde überstimmt im Team. Ja, unser jüngster Mitarbeiter hat etwas ganz Besonderes mitgebracht, was ich unbedingt reviewen soll. Mich sträubt es schon eigentlich innerlich, aber ich zeige es trotzdem vor. Schon mal sowas gesehen? Das einzig Gute, was ich das dabei auf die Schnelle gelesen habe, ist eine große Menge von künstlichen Aromastoffen, Unmengen an Zucker und kann bei übermäßigem Gebrauch abführend wirken. Ja, wenigstens etwas Gutes dabei. Also Leute, kauft euch das, wenn ihr irgendwie Probleme habt. Ja, der Kameramann kann ja mal das Fenster zumachen. Warte mal. Ja, dass man das Personal immer extra dreimal anweisen muss. So, ich werde derweil mal schön Messer, noch nicht in der Beschreibung drin, aber wer es haben will, kann sich selber kümmern. So, Schlitz. So, was haben wir da Schönes? Also auf den ersten Blick sieht das gleich so aus, als wenn das tierisch irgendwie aus China kommt. Schön bunt. Was mag das bloß für ein interessantes Gerät sein? Kann ich mir jetzt gar nicht erklären. Also mir wurde jetzt glaubhaft versichert, ich habe es zerstört. Mir wurde jetzt glaubhaft versichert, das ist ein Fidget Spinner. Aber ich habe immer gedacht, dass sich das im Kreis dreht, aber das dreht ja gar nicht. Also ich kann hier drehen, wie ich will. Doch, es geht noch. Und angeblich ist das zur Anti-Stress-Bewältigung. Also ich weiß nicht, wir haben in der Jugend was anderes gemacht zur Stressbewältigung. So. So. Okay, es dreht sich. Also wenn ich das jetzt sozusagen wieder anlecke, dann klebt das dann wieder an. Ja, warten, warten, warten. Seine Bastelstunde hält. Gut. Aha. Das findet die Jugend jetzt ganz toll. Ich weiß nicht, ich kann dem Ganzen nicht abgewinnen, aber die Aromastoffe sind wenigstens gut. Na gut, ich werde das jetzt verzehren. Dann warte ich auf die abführende Wirkung und dann melden wir uns wieder. Tschüss!